Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch hier die Gran Turismo 6 Spec 2 Modifikation von Nankai und Weltmeister. Und am Ende des Videos zeige ich auch, wie man die installiert. Im ersten Part präsentiere ich euch die Modifikation und dann starten wir mal direkt hier mit dem Developer-Modus. Und zwar, wenn man hier auf der Startseite R1 und die Select-Taste gleichzeitig drückt, dann kann man hier sich Sachen ersheaten, zum Beispiel Geld ersheaten. Ne? Ich kann mir einfach ganz easy hier 50 Millionen Credits hinzufügen. Ich habe hier alles einmal kurz durchgeguckt, aber ich kann euch nicht alles erklären. Natürlich das hier selbsterklärend, man kann hier die Sprache auswählen, man kann hier die ganzen Tutorials sozusagen skippen, aber was das jetzt hier bedeutet, keine Ahnung. Man kann hier Autos natürlich auch ersheaten, ne? Fahrzeuge hinzufügen. Man kann entweder alle sofort oder einzelne Fahrzeuge auch hinzufügen. Ne? Wenn ich jetzt Bock habe auf ein Audi TT, dann kann ich mir entsprechend den Wagen hier aussuchen, die Farbe aussuchen auch noch und hier hinzufügen. Ne? Ganz easy peasy hier. Dann Netzwerk, keine Ahnung, was das hier genau ist. Sound, das finde ich auch ziemlich lustig, wenn man hier zum Beispiel für OK einen anderen Sound hinzufügt. Zum Beispiel Chat, keine Ahnung, hört sich dann so an. Ne, und dann gehen wir mal hier weiter. Vorbestellungsbonus von Gran Turismo 6 kam ja auch noch eine Collector's Edition raus, wo man auch noch diese Jubiläumfahrzeuge bekommen hat. Also muss man auch dann den Code einlösen und man kann es hier auch dann direkt aktivieren hier auch. Man kann ja auch andere Dinge freischalten wie den BMW M3 GT2 Base Model. Wissen ja vielleicht nicht alle. Von dem Wagen gibt es auch noch ein Base Modell, aber geheimen Quellcode versteckt. Man muss es hier irgendwie aktivieren. Keine Ahnung, wie sie. Von Goodwood noch andere Varianten, zum Beispiel von 2012. In der Mod kann man aber auch die 13er und 14er Version auch fahren. Und hier kann man auch noch einen Online-Anmeldebonus auch anpassen, wie in GT5. Wenn man sich 5 Tage hintereinander anmeldet, kriegt man halt ein bisschen mehr Credits. Hier nur 150%, nicht wie in GT5 200%. Wird aber wahrscheinlich keiner von euch richtig nutzen, weil man kann ihr Geld einfach ersheaten auch, ne? Dann Verschiedenes kann man ein paar Sachen auch noch hinzufügen, wie Lackierungen oder also die Farben meine ich jetzt, ne? Und alle Rennanzüge und so weiter und so fort. Was dieser Academy-Mode bedeutet, keine Ahnung, ist irgendwie schon richtig aktiviert und man kann den Speicherstand auch löschen, wie so auch immer. Ne? Das haben die Entwickler benutzt, also diesen Modus sozusagen, damit die Sachen schneller ersheaten können, beziehungsweise schneller testen können auch, um neue Autos zu kaufen und so weiter und so fort. Ne? Ja, das ist erstmal hier ein Grund, warum man sich die Modifikation installieren soll. Okay, man soll es nicht installieren, aber wenn man Bock drauf hat. Hier sind auch neue Events dazu gekommen hier, und zwar insgesamt 180 neue Events, aber jetzt nicht von irgendwelchen Fans gemacht, sondern von Polyphony direkt auch. Vielleicht können sich noch einige von euch erinnern, man konnte ja hier regelmäßig diese Online-Seasonals fahren. Die wurden von Polyphony erstellt und regelmäßig aktualisiert. Und diese kann man hier jetzt nachholen. Normalerweise, wenn der Server ist erstmal weg, man kann die sowieso erstmal nicht mehr nachholen eigentlich, aber normalerweise immer nach jeder Woche kommen neue Events, aber die verschwinden dann auch. Man kann hier aber alle Events auch dann fahren. Sind 180, ich meine es sind sogar noch mehr Events, aber die Modder, also Nankai und Weltmeister, die haben jetzt die ersten 180 Events hinzugefügt. Eventuell kommen noch weitere Seasonal Events dazu, wer weiß, ich weiß auch gar nicht, wie viele davon überhaupt existieren. Ich scroll einfach mal durch, ne? Da sind, wie gesagt, 180 Events und die sind aufgeteilt auf drei Abschnitten, weil ich glaube, in einem Abschnitt passen nur 60 Events, deswegen müsste man das hier einmal aufteilen. Wenn wir ins National B gehen, dann hier ist diese Set 3 und da sind die letzten 60 Events auch mit dabei. Ne? Ich zeige euch die hier. Ich werde eventuell ein paar im Let's Play auch zeigen, und aber nicht alle, glaube ich, fahren. Keine Ahnung, das sind jetzt die Farben, die jetzt fehlen hier, wie es auch immer. Keine Ahnung, vielleicht ist das normal. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon, meine ich natürlich. Ja, die Seasonal Events sind wieder hier und das Spiel ist leicht verbuggt. Ja, kann passieren, dass das Spiel ab und zu mal abstürzt, beziehungsweise solche Grafikglitches hier kommen. Ich starte mal kurz die PS3 nochmal neu. Die
PS3 habe ich jetzt wieder neu gestartet und ich zeige euch noch etwas, und zwar hier die Missionsrennen. Und zwar sieht man auch hier GT4 Missions. Hier können wir die von Gran Turismo 4 die Mission nochmal nachholen, also die Mission 1 bis 34. Viele Strecken fehlen ja aber auch leider, die wurden aber so gut wie möglich hier ersetzt durch andere Strecken, die so ähnlich sind ungefähr wie die, die hier fehlen auch. Die werde ich euch auch noch in Let's Play hier auf jeden Fall zeigen, auch alle dann fahren hier. Neu dazugekommen sind auch noch ein paar Strecken, und eine Strecke, die kennt ihr sicherlich alle noch. Wenn wir hier Zeitrennen gehen und dann hier Welt, ganz rechts finden wir hier eine Strecke, Top Gear Test Track. Ja, die ist jetzt wieder hier. Warum die in GT6 gefehlt hat, also in der Originalversion sozusagen. Ich denke mal wegen Lizenzgründen, denn 2013 hatte, meine ich, glaube ich, Turn 10, also Forza Motorsport, Exklusivrechte zu Top Gear. Und dementsprechend musste, glaube ich, hier Polyphony die Strecke auch entfernen. Die wurde aber von GT5 einfach hier portiert, und entsprechend kann man auch hier wieder auf dieser Strecke fahren. Ich fahre mal einfach eine Testrunde hier mit einem mit einem Tomahawk. Oh ja, ich fahre sonderlich gut hier. Ich mag den Wagen übrigens gar nicht, weil der einfach zu schnell für mich auch ist. Ja, und wir fahren hier die Strecke. Die sieht eigentlich exakt genauso aus wie die Gran Turismo 5 Variante. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier ein bisschen mehr Aliasing auch haben. Also Kantenflimmern, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Einbildung von mir ist. Aber sieht ein bisschen wackeliger aus alles hier. So die Kanten, meine ich jetzt. Ne? Aber ansonsten schön, dass die Strecke wieder hier sozusagen ein Comeback feiert. Eventuell feiert die Strecke wieder ein Comeback in GT7, aber ich glaube nicht, weil hat Turn 10 immer noch Exklusivrechte. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist eine Runde Top Gear. Och mein Gott, ich fahre so schlecht, sorry. Aber mit dem Wagen komme ich einfach nicht zurecht. Keine Ahnung, ob ich den hier auch gewählt habe. Ich wollte ein bisschen wahrscheinlich flexen hier. Ja, die Strecke, neu dazu gekommen auch. Nicht nur diese Strecke, sondern auch andere. Aber leider jetzt nicht die ganzen Strecken von GT5 Master Mod. Die konnte man leider hier nicht portieren, weil die ein anderes Format haben. Und dieses Format ist nicht kompatibel mit Gran Turismo 6. So haben mir die Entwickler, die Modder auch erklärt. Ich kenne mich halt mit Modden überhaupt nicht aus, aber so haben die es mir erklärt. Ne? Und zwar benutzererstellte Strecken. Eine Zeit lang konnte man ja mit einer App selbst eigene Strecken auch erstellen. Und wie es auch immer, seitdem der Server online offline ist, konnte man oder kann man die Strecken nicht immer wieder fahren. Dank dieser Master Mod besteht wieder die Möglichkeit hier, ja, diese Strecken zu fahren. Hier sind auch einige abgefahrene Strecken wie Poop zum Beispiel, sehr interessant. Aber auch Klassikerstrecken wie Opera Paris, ne, das ist nicht Opera Paris, die andere Paris-Strecke. Aber ne, nur das Layout ist halt identisch, aber die Umgebung halt komplett anders. Hier in New York zum Beispiel kann man auch fahren, oder hier Opera Paris, genau, oder das PlayStation-Symbol, auch sehr interessant. Ich kann auch gerne mal eine Strecke zeigen. Wir scrollen hier einmal schnell durch, hier sogar eine japanische Strecke. Keine Ahnung, kann leider nicht japanisch lesen und auch nicht sprechen und auch nicht verstehen, ne? Bis auf Konnichiwa und was auch immer. Ich zeige euch mal eine sehr abgefahrene Strecke, und zwar kann ich mich sogar auch erinnern, als ich online gespielt habe, sind wir öfters auf diese Strecke hier gefahren. Und zwar ist diese Strecke eigentlich keine Strecke, sondern eine Sprungschanze. Das sieht man ja auch da direkt. Die präsentiere ich euch mal einmal, und wir jumpen mal ein bisschen hier. Ja. Wir können auch hier mit dem Wagen locker jetzt so um die 600 oder 700 km/h fahren hier. Und, yo, gib ihm. Wie weit schaffen wir wohl? Oh ja. Sehr interessant. Oh, der Sound ist auch interessant hier. Apropos Sound, da kommt auch noch gleich was. Ich zeige euch noch andere Fahrzeuge hier. Aber ja, das ist auch eine wunderschöne Strecke hier. Sieht kaum verbuggt auch aus. Nee, aber schon lustig auch mal auf solche Strecken zu fahren hier. Und ja, als nächstes zeige ich euch dann ein paar andere Autos. Auch in dieser Mod können wir hier, beziehungsweise wurden neue Sounds hinzugefügt für verschiedene Autos. Und hier eine Demonstration.
Ja, was auch noch verändert wurde, sind hier die Lizenzzeiten. Und zwar Gold, wenn man hier überall Gold erreichen möchte, muss man ein bisschen mehr pushen, denn die sind deutlich schwerer bemessen worden, jetzt auch von Nankai. Und auch das werde ich natürlich im Let's Play auch zeigen. Ich werde alle Lizenzprüfungen nochmal nachholen und auch entsprechend alles hoffentlich hier Gold gewinnen. Das auch nochmal kurz erwähnt. Ja, was man theoretisch machen könnte, wäre hier eine offene Lobby zu erstellen. Theoretisch, das funktioniert leider nicht so gut und Nenkai hat auch gesagt, er wird bald, wann genau bald heißt, weiß ich jetzt nicht, aber es wird bald irgendwann ein Update kommen für die Mod und man kann dann wirklich online spielen, so wie in GTA 5 Master Mod. Er wird einen eigenen Server erstellen dafür. Das kann aber, glaube ich, also ich persönlich denke, das wird ein bisschen länger dauern, so ein Jahr vielleicht und dann können wir hier auch in GTA 6 wieder online spielen. Ich zeige aber trotzdem mal kurz, wie man so einen Raum erstellt, auch wenn das hier total buggy ist. Vielleicht haben ja das einige noch nie gesehen, weil der Server ja offline ist und man kann ja das Menü nicht mal sehen. Man kann ja so einige Dinge hier halt einstellen. Ich finde das sogar schöner gemacht als noch in GTA 6, GTA 5 und GTA Sport auch. Und wenn ich versuche jetzt einen Raum zu erstellen, ja, funktioniert das nicht so richtig. Ich konnte es irgendwie gerade noch hinkriegen, aber irgendwie, wenn ich versuche da reinzugehen, ja, ist halt total verbuggt, ne? Das geht aktuell noch nicht. Aber wer weiß, eines Tages können wir dann zusammen online spielen. Das wäre ja was Nices. Noch eine Sache, was ziemlich lustig ist. Man kann auch ein neues Auto hier kaufen. Also ein neues Auto. Ach, das ist kein neues Auto, aber ja, den Wagen kann man sich hier auch holen. Also im Originalspiel kann man sich den Wagen nicht holen und auch nicht gewinnen. Und was auch besonders ist, man sieht hier auch unten den Text. Und zwar wurde dafür extra ein Text geschrieben. Nur wenn man das Spiel ganz normal spielt, dann kann man den Text sich nie durchlesen, weil, ne, man fährt den Wagen, man bekommt den Wagen einfach nicht. Man kann ihn nur in dieser einen Mondmission auch nehmen. Und auch den Wagen werde ich euch natürlich auch im Let's Play genauer zeigen auch, ne? Und das war's dann auch schon. Ich zeige euch jetzt, wie man die Modifikation installiert. Und da bin ich auch schon wieder. Ich zeige euch, wie ihr eine FTP-Verbindung von euren Rechner zu eurer PS3 herstellen könnt. Grundvoraussetzung natürlich ist dafür, dass ihr eine gehackte PS3 habt und dafür gibt es zwei Varianten. Eins vorweg, wenn ihr versucht, eure PS3 zu hacken, besteht natürlich die Gefahr, dass ihr euren PS3 entweder kaputt machen könnt oder dass ihr euren PSN-Account verliert. Deswegen kauft euch am besten eine gebrauchte PS3 für 50 € oder so und dann macht das mit der gebrauchten PS3 oder vielleicht bei eBay findet ihr auch gebrauchte PS3-Konsolen mit Custom-Firmware schon drauf installiert. Kostet dann vielleicht 20 € mehr, aber dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da verliert ihr euren PSN-Account nicht und deswegen am besten über eine separate PS3 machen. Ja, es gibt hier zwei Varianten von, ja, Hacks, entweder installiert ihr hier eine Custom-Firmware oder ihr installiert PS3 Hen. Die Custom-Firmware könnt ihr auf eine fette oder auf eine Slim PS3 installieren, also die erste Slim. Bei der Super Slim müsst ihr PS3 Hen installieren. Was das genau ist, das werde ich euch jetzt nicht erklären. Ich werde auch euch nicht zeigen hier in diesem Tutorial, wie man eine PS3 hackt. Ansonsten wäre das Video über, ja, 50 Minuten lang. Deswegen habe ich in der Videobeschreibung drei Videos verlinkt, also zwei Videos von Mr. Mario. Ist ein englischer YouTuber, der erklärt alles ziemlich gut, wie man das macht, wie man eine Custom Firmware installiert oder PS3 Hen installiert. Man versteht dann auch ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht der Beste in Englisch, aber ich habe eigentlich alles verstanden, was er gesagt hat. Wenn ihr aber überhaupt kein Englisch könnt, dann könnt ihr euch natürlich hier auf YouTube auch deutsche Tutorials anschauen. Also wie gesagt, auch dazu in der Videobeschreibung habe ich das Video auch dazu verlinkt. Ja, mal angenommen, wir haben jetzt eine gehackte PS3. Dann sieht die PS3 ungefähr so aus. Dann habt ihr hier so einen Ordner, Packets Manager. Wir müssen hier eine Application installieren, damit wir eine FTP-Verbindung starten könnt. Und dafür installieren wir Webman. Ja, Webman ist ja, dafür da, damit wir eine FTP-Verbindung herstellen könnt. Und auf der Seite, auch hier natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch die letzte Version von Webman runterladen und das dann auf euren USB-Stick kopieren. Das habe ich schon gemacht. Ich habe hier mein USB-Stick auf FAT32 formatiert, also Rechtsklick, Formatieren, FAT32. Das ist ganz wichtig, sonst erkennt die PS3 den USB-Stick nicht und dann einfach auf dem Root-Verzeichnis von dem USB einfach dann die PKG-Datei rüber kopieren. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr einfach dann den USB-Stick raus und geht zu eurer PS3.
Wenn ihr dann euren USB-Stick angeschlossen habt, könnt ihr dann hier unter Packet Manager installiere Package und dann Standard Package-Verzeichnis hier auch dann Webman auswählen und auch dann die PKG-Datei einmal installieren. Das kann ein paar Sekunden dauern, ist jetzt auch keine große Datei. Also man sieht hier auch nur 13 MB groß, also nicht die Welt auf jeden Fall. Aber die PS3 ist ja nicht mehr die jüngste Konsole, dementsprechend kann die Installation auch ein paar Sekunden dauern, auch wenn es nur 13 MB groß ist. So, wenn ihr dann die Package installiert habt, dann habt ihr hier noch einen Installer, müsst ihr dann auch einmal nochmal starten. Da wird die PS3 kurz schwarz und da wird wirklich Webman dann komplett eingerichtet auch. Und ja, das wird ein paar Sekunden dauern. Aber sieht schon jetzt gleich gut aus, LKA, also kein Signal. Ja, gleich kommt. Genau, kommt die PS3 hier. Super. So, somit haben wir jetzt hier schon Package bzw. Webman installiert. Ich muss aber hier die PS-Taste aber drücken und dann seht ihr hier einen neuen Ordner, meine Spiele und von hier aus könnt ihr Spiele starten. Also ihr könnt die Spiele auf eure Festplatte auch packen, aber ja, ich möchte aber euch zeigen, wie ihr eine FTP-Verbindung starten könnt und nicht, wie man Spiele von der Festplatte aus startet. Den Installer könnt ihr eigentlich wieder ja, löschen und vielleicht hört man das auch, die PS3 wird extrem laut. Da als Empfehlung kann man den Regler für den Lüfter auch manuell einstellen. Um die Luftzerstörung zu deaktivieren, einfach dann hier meine Spiele, Webman-Einstellungen, dann hier wieder Einstellungen reingehen, dann öffnet sich hier ein Internetbrowser und da könnt ihr dann hier oben bei Aktiviere dynamische Luftsteuerung einmal den Haken entfernen und dann hier unten auf Speichern drücken. So, und hier wird nochmal dann die PS3 neu gestartet, beziehungsweise müsst ihr hier einmal neu starten. Dann ist die PS3 definitiv leiser. Ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, weiß ich jetzt nicht. Bei meiner PS3 ist neue Wärmeleitpaste drauf gemacht, also von daher kann ich das ruhig bei mir machen. Wenn ihr aber jetzt eine PS3 habt, die schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren benutzt wird und noch nie geöffnet wurde und von innen gereinigt wurde, dann würde ich es, glaube ich, nicht deaktivieren, aber dann wird die PS3 halt mega laut, ne? Ich habe es aber jetzt bei mir deaktiviert und ja, jetzt gehen wir hier unter Spieleinstellungen, nee, nicht unter Spieleinstellungen, sondern Systemeinstellungen und dann hier unten bei Systeminformationen. Ja, dann hier einmal die IP-Adresse notieren oder ein Foto davon machen oder wie ich das gemacht habe, hier einen Screenshot machen, weil wir brauchen auf jeden Fall die IP-Adresse, damit wir eine FTP-Verbindung starten können. So, dann sind wir wieder auf unserem Rechner und dann werden wir hier als nächstes einmal FileZilla installieren bzw. runterladen. Auch da natürlich in der Videobeschreibung habe ich den Link verlinkt für die Installation. Einfach dann hier die neueste Version runterladen und dann installieren. Das habe ich schon gemacht im Hintergrund und hier startet ihr einfach dann FileZilla. Ja, dann müsst ihr euch einfach hier die IP-Adresse einmal notieren. Das mache ich jetzt einmal bei mir. So, ich habe es mir natürlich irgendwo aufgeschrieben. Ihr kennt mich ja, ich habe ja Kurzzeitverzeichnis und versucht eine Verbindung herzustellen. Das kann jetzt vielleicht ein paar Sekunden dauern. Die erste Verbindung zu eurer PS3 kann etwas dauern, aber das sollte dann relativ schnell jetzt doch hier aufploppen. Genau, wenn wir dann hier sind, dann können wir dann hier die Dateien jetzt übertragen. Natürlich müsst ihr dann zuerst die Modifikation runterladen und die Modifikation findet ihr im GT Planet Forum. Den Thread von Nankai habe ich natürlich in der Videobeschreibung auch verlinkt. Wenn ihr diesen Thread aufhabt, da könnt ihr natürlich erstmal auch hier lesen, was alles neu dazugekommen ist. Das habe ich ja eigentlich schon im Video auch erklärt, aber könnt ihr doch mal einmal hier schriftlich alles einmal durchlesen. Und wenn ihr dann runterladen möchtet, einfach dann hier runter scrollen auf zu so Download, Installation und Support, müsst ihr dann hier einmal auf Spoiler drücken, dann nochmal auf Spoiler und dann hier den Link einmal klicken. Und hier haben wir einmal die Beta 5 und die Beta 6 ist die neueste Version. Also einmal hier drauf drücken und dann könnt ihr hier die Beta-Version runterladen, beziehungsweise die Mod auch, ne? Wie ihr sehen könnt, haben wir hier drei verschiedene Dateien. Die NoCache-CC-Addon können wir einfach ignorieren. Wichtig sind die zwei Dateien. Entweder halt die Cache-Version oder die NoCache. Was die Unterschiede sind, ist jetzt so schwer zu erklären, aber die No-Cache-Version läuft schneller, also wenn man halt die Events scrollt, deswegen halt einfach die No-Cache-Version runterladen, einfach hier drauf drücken und dann runterladen, ne? So, dann auf euren Desktop geht ihr einfach dann hier zu Downloads und dann könnt ihr hier das einmal entpacken.
Ich habe dafür 7-Zip hier. Ihr könnt auch natürlich WinRAR oder was auch immer benutzen. Und könnt ihr alles hier erstmal einmal entpacken. Das mache ich jetzt hier einmal. Und dann habt ihr hier die ganzen Dateien. Der wichtigste Ordner ist auf jeden Fall dieser Ordner. Hier sind die ganzen neue Inhalte mit drin und die müssen wir dann halt einmal rüber kopieren. Das geht ja relativ einfach. Einfach dann hier wieder FileZilla aufmachen und dann müssen wir jetzt in so ein Installationsverzeichnis von Gran Turismo 6 reingehen und zwar einfach unter dev hdd 0, dann hier unter Game. Und dann müssen wir hier uns die Seriennummer raussuchen von Gran Turismo. Ich habe hier nur ein einziges Spiel installiert und die Seriennummer von Gran Turismo 6, das ist die europäische Version, die ich installiert habe, ist NPEA00502. Von Gran Turismo 6 gibt es natürlich auch unterschiedliche Seriennummern, also auch eine japanische Version und eine amerikanische Version. Ich gehe aber stark davon aus, dass eigentlich alle meiner Zuschauer höchstwahrscheinlich die europäische Version auch hat. Deswegen, ne, einfach dann diese Seriennummer einmal klicken, dann sind wir hier, dann gehen wir noch unter User Dir und dann findet ihr schon auch hier eine PDI-PFS-Datei beziehungsweise den Ordner auch dazu. So, dann einfach hier per Drag and Drop den kompletten Ordner hier einmal rüber kopieren und dann immer diese Aktion ausführen, nur auf, nee, Moment, überschreiben und immer diese Aktion ausführen. Jetzt werden einige Dateien überschrieben und das kann jetzt ja ein Weilchen dauern hier. Die Überschreibung an sich, ja, würde ich mal sagen, dauert jetzt so circa 2 Minuten und gleich sehen wir uns wieder. Ja, wenn die Übertragung dann fertig ist, dann kommt auch eine Benachrichtigung von Windows, dass alles erfolgreich übertragen wurde. Am besten nochmal hier kontrollieren unter fehlgeschlagene Übertragung, ob hier irgendwas aufgelistet wird. Wenn ja, dann einfach nochmal neu rüber kopieren, aber eigentlich sollte alles ja, ohne Probleme klappen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, sind wir erfolgreich fertig. Dann haben wir auch ja, Gran Turismo 6 Spec 2 installiert. So einfach geht das. Ja, dann können wir einfach dann Gran Turismo starten hier. Gran Turismo 6. Und gucken dann, ob ja da entsprechend auch eine Notiz auch kommt direkt am Anfang. Ne? Wenn ihr das erfolgreich installiert habt, dann sollte normalerweise dann hier unten rechts eine Notiz stehen. Müssen wir ein paar Sekunden warten. Dauert ein kleines bisschen. So. Und dann hier, wenn hier Spec 2 Mod so und so steht bei Nenkai und Atmeister, dann habt ihr erfolgreich ja, die Spec 2 Modifikation installiert. Und das war's dann auch schon. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Stream. Also schon morgen hoffentlich. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.